jetzt in Velen angekommen, ja. Hier unser Begrüßungskomitee. was machen wir jetzt als erstes? Als erstes will ich mal in dieses kleine Dörfchen hier und mal die Anschlagtafel angucken und dann reiten wir mal hier rüber zur Nilfgaardischen Verbindung. Ja, das werden wir jetzt als erstes machen. Okay, durch die Anschlagtafel werden ja wieder ein paar Orte wahrscheinlich aufploppen, zu denen wir hin können. Und darum werden wir uns dann aber erst kümmern, wenn wir hier gewesen sind. Ja, ich will mal wissen, wie es hier weitergeht. Okay, gut, auf geht's. Auf geht's. Ab zur nächsten Anschlagtafel. So. Ah, da sind wir schon. So, schauen wir mal. Na, Mensch. Was anzünden? Komm jetzt. Okay, was steht hier? Okay. Helft uns bei der Bestattung. An den, der Augen hat, zu lesen. Neulich ist unser Falibor gestorben. Wir können ihn nicht würdig bestatten. Wir haben kein weißes Hemd im Haus. Keinen Stoff für ein Leichentuch. Keine Bretter für einen Sarg. Wer etwas entbehren kann, der helfe uns bitte. Wenn wir ihn nicht anständig in die nächste Welt schicken, wird er uns als aus Rache plagen. Okay. Warnung. Hüte deine Zunge, die Bäume haben Ohren. Ein Freund. Okay. So, das Ahnenfest rückt näher. Bald schon kommt das Ahnenfest. Geplagte Seelen, die nach dem Tode bisher keine Ruhe fanden. Hungrige, müde, verängstigte Geister. Bald werden sie unter uns wandeln. Aber wir werden Masken schnitzen und sie mit Gesang, Gebet und guten Worten in die nächste Welt schicken. Der Weideler. Okay. Flussführer gesucht. Ich brauche jemanden, der mich und meine Familie über den Ponta bringt. Wir sind 5. Ich, meine Frau, 3 Kinder. Die Kinder sind ruhig, sie weinen und schreien nicht. Sie werden uns nicht den Soldaten verraten. Ich bin nicht reich, gebe aber alles, was ich habe. Ich würde mich auch verschulden und in Dienste des Wohltäters treten. Ich tue alles, wenn wir nur aus Velen herauskommen. Bitte erhört mein Gesuch. Rado. Okay, vermisst ihr, Frau. Gute Leute. Habt Erbarmen und hört mein Flehen. Meine Frau Hanna ist verschwunden. Sie ist vor ein paar Tagen in den Wald gegangen und nicht zurückgekehrt. Ich bin ganz außer mir vor Sorge und zahle dem, der sie mir zurückbringt oder mir wenigstens sagt, wo ich sie suchen muss, jeden Preis. Nilen, Jäger aus Schwarz. Okay. Ach, das ist eine neue Quest. Wildes Herz. Gucken wir uns gleich mal an. Ah ja, so. Das können wir noch nicht machen. Scheiterhaufen in Novigrad geht noch nicht und das auch noch nicht. So, Wildes Herz könnten wir machen. Die empfohlene Stufe liegt aber bei 7. Weiß ich nicht, ob wir da vielleicht noch 1-2 Stufen aufsteigen sollten. Schatzsuche, dreckiges Gold, okay. Okay, gut. Mal schauen, was haben wir denn hier jetzt an Ort? Oh, einiges. Oh, guck mal. Fragezeichen über Fragezeichen. Herrlich. Da gibt's wieder ordentlich zu tun. Freunde, ordentlich zu tun. Hier noch. Da, oh, guck mal. Okay, schön. Ja, das ist natürlich sehr erfreulich. Aber, wie gesagt, in dieses kleine Örtchen kommen wir nochmal zurück und das können wir, werden wir dann auch plündern. Hier ist ein Händler. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Schauen wir uns da noch die Anschlagtafel an und dann reden wir mal mit unserer Nilfgaardischen Verbindung. Ja, ein bisschen Zeug loswerden müsste ich ja auch. Ich habe jetzt da ein Gewicht 37 von 90. Geht dann doch ziemlich fix, dass es voll ist. Okay, hier im Örtchen schauen wir uns später um. Vielleicht machen wir das auch mal offline. Oh, hier nicht. Hoppla, Entschuldigung. Keine Absicht. Ja, man muss ja hier nicht alles steigen, wenn da was Interessantes zu finden ist. Dann werde ich euch darüber natürlich informieren. Aber jetzt will ich erstmal schauen, wie es hier in der Story weitergeht. Oh, was war das da? Beweg dich! Das können wir eigentlich mal annehmen, oder?
Quest. Da gehen wir mal hin. Moin. Priester. Was willst du? Juble. Denn selbst eine niedere, verderbte Kreatur wie du kann dem Ruhm des ewigen Feuers dienen. Jemand muss sich um die Leichen auf dem Schlachtfeld kümmern. Die Nekrophagen verschlingen alles, was nicht schon in Massengräbern vor sich hinrottet. Das ist nicht richtig. Soll das meine gute Tat des Tages werden? Ach, sie wird auch sehr profitabel sein. Ich weiß, dass deinesgleichen nicht kostenlos arbeitet. Okay. Gut, ich kümmere mich darum. Das wird zu deinen guten Taten zählen. Je mehr Gutes man im Leben wirkt, desto heiliger wird alles. Ja, wunderbar. Hier sind die heiligen Öle. Reichlich drüber gießen, dann anzünden. Klar? Es soll bis in den Himmel auflodern. Zu Ehren des ewigen Feuers und so. Wo finde ich dich, wenn ich die Leichen verbrannt habe? Bei der Brücke nach Novigrad. Okay. Ja, wo muss ich da jetzt hin? Ah, hier oben. Scheiterhaufen als Begräbnis. Hier auf. Oh, ist ja hier überall. Gut, das machen wir denn. Erstmal geht's hier hin. Ah ja. Ja, das machen wir als nächstes. Ich will erstmal die City. Erstmal gucken, was hier die Story weiter zu erzählen hat. So, dafür müssen wir darüber. Da gibt's auch eine Quest. Annehmen können wir das ja schon mal. Heya! Los. Was zum Teufel? Komm zurück, du Schwanz! Los, schnell, bind mich los! Wo ist der jetzt? Da sitzt er. Ist da rum und hier rennt so eine Bevor die Nächten kommen! Um die werde ich mich schon kümmern. Lass uns doch derweil etwas plaudern. Ich weiß gerne, wen ich losbinde. Hans Verdun, gedient in der 10. Division, Maribor. Weit weg von deiner Armee? Meine Armee gibt es nicht mehr. Die Schwarzen haben sie zerschlagen. Ich konnte gerade noch in die Wälder flüchten. Ich bin zu einer Flüchtlingsgruppe gestoßen. Die Leute wären fast geplatzt vor Patriotismus. Sobald sie erfuhren, dass ich Temerien in der Stunde der Not den Rücken gekehrt hatte, schlugen sie mich nieder, fesselten mich wie einen Truthahn und ließen mich für die Ertrunkenen liegen. Okay. Glück gelaufen, würde ich sagen. Gut, ne? Ich helfe dir. Oh, danke. Einen Moment lang war ich fast sicher, dass du mich zum Sterben zurücklässt. Ich würde mich ja gern bedanken, aber ich habe wirklich gar nichts zu bieten. Pech. Da muss ich durch. Danke, Hexer. Möge es dir wohl ergehen. Okay, 25 Erfahrungspunkte. Vielen Dank. Naja, gut. Eine gute Tat. Ne? So, was haben wir hier? Monsterblut. Erbsenden im Hirn. Okay. Gut. Naja, los, auf geht's. Wir müssen da da links auf die Seite rüber. Ich glaube, es war hier oben. Da ist noch mehr ertrunken. Wie kommen wir jetzt da rüber? Ah ja, einfach den Weg folgen, okay. Links rum bitte, jawohl. So, da wären wir. So, dann können wir hier gleich mal den Wegpunkt aktivieren. Oder ist der jetzt schon aktiviert?
Komm jetzt. Ein Fremder Hannah, dort drüben nach Hause. Hat ihn gesehen. Ist anscheinend schon, okay. Hier ist wieder eine Anschlagtafel. So, was haben wir hier? Eine Bitte. Gut, Leute, da ich nichts anderes hatte, gab ich meinen Kindern Pfannkuchen aus Eichelmehl. Seitdem sind 3 Tage vergangen und sie liegen nur da. Ihre Bäuche dröhnen schrecklich. Ihnen ist übel und sie weinen ohne Unterlass. Wer zu helfen weiß, soll bitte zu meiner Hütte kommen. Ich habe nichts zu geben als ein warmes Wort und ein Dankgebet. Helft uns bei der Bestattung. Hatte ich schon Anzeige. Ihr seid hiermit gewarnt, dass jeder mit einer produzierenden Milchkuh verpflichtet ist, diese vor dem Wochenende nach Krähenfels zu bringen. Auf wessen Hof wir danach noch eine Milchkuh finden, der erhält auf der Stelle 50 Peitschenhiebe. Und wir nehmen ihm weg, was wir tragen können. Wer Leute meldet, die Milchkühe verstecken, bekommt einen Sack Getreide. Flussführer gesucht, haben wir auch schon. Vermisst, Mikkel. Mein Bruder Mikkel wird vermisst. Wer ihn findet oder mir wenigstens sagen kann, was ihm zugestoßen ist, soll großzügig belohnt werden. Auch beim Baron werde ich ein gutes Wort für denjenigen einlegen. Ich bin in der Taverne am Scheideweg zu finden. Bruno. So, dann haben wir wieder weitere unerkundete Orte. Einen neuen Auftrag. Naja. Oh, das ist. Ja, das ist einiges, ja. Na gut, okay. Aber da hat sich auch ein bisschen was überschnitten, ne? Gut. Wo wollten wir hin? Wo wollten wir hin? Wo wollten wir hin? In die Taverne. So, rein hier. Vielleicht sollte ich das mal noch aktivieren. Ja. So, rein in die Bude hier. Die Tavernenwirt. Hallo? Nein. Naja, machen wir erstmal die Kerze aus. Bauer. Schenk nach, Schätzchen. Du hast genug. Keine Frau sagt, wie viel ich trinken darf. Schenk nach, verdammt. Sonst kannst du meine Handrücken probieren. Was willst du? Bist du Hendrik? Nein. Red nicht mit dem. Das bringt Ärger. Wer regiert dieses Land jetzt? Der Baron. Durch wessen Dekret? Temeriens oder Nilfgaards? Durch sein eigenes. Es herrscht Krieg. Wer die Männer hat, hat das Land. Warum bist du so neugierig, hä? Bis dann. Höchste Zeit, nach Hause zu gehen. Wir gehen, wenn ich getrunken habe. Okay. Der ist anscheinend nicht meine Kontaktperson. Vielleicht ist es der Wirt. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Du musst verschwinden. Zur Hintertür raus. Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat 2 Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du 2 Schwerter? Bestimmt hat er auch einen 2. Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Jemand, der bei seinem Schnaps nicht gestört werden will. Sieh einer an. Wir haben einen richtigen Kavalier unter uns. Willst eine Stiefelpolitur, Herr? Nein, danke. Der Dreck ist zu schade für deine Hände. Bolo, hast du das gehört?
Die wollen Jack Fox. Verschwindet oder ich töte euch. Verdammt, das reicht. Jetzt! Hinter ihm! Haut ihn weg! Ja! Schosikowski, Jungs. Weißt du nicht, was geschieht, wenn der Baron von diesem Massaker erfährt? Das Dorf. Er wird es niederreißen, bevor jemand sagen kann, dass es ein reisender Mutant war. Er hat eine eiserne Faust. Wo ist Hendrik? Bist du taub? Verstehst du nicht? Der Baron wird das nicht durchgehen lassen. Beruhige dich. Euer Baron ist kein Trottel. Er wird wohl kaum glauben, ihr Einwohner hättet seine Männer mit Feldwerkzeug niedergemacht. Wo ist denn nun Hendrik? Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Nimm den Hinterausgang. Es sind noch mehr Männer des Barons im Dorf. Kein Grund, sich um mich zu sorgen. Besser, du machst keinen Ärger mehr. Ist besser für dich und für mich. Okay, da mussten wir erstmal wieder ein bisschen aufräumen hier, ja. So, haben die Jungs noch was da gelassen? Jawohl. Gegrilltes Burger, Wählener Langschwert. Kronen, eine Krone, naja. Stirn. Ach, Scheiße. Oh. Herrlich, er dreht mir den Rücken zu, Idiot. Oh. Hallo? Leder. Oh. Oh, der ist noch Stufe 5. Der ist noch ein Verkehr drin. Na ja, klar. So, der hat den Weg. Und der auch. Gott. Ich wollte euch doch gar nichts Böses. Geerdetes Leder, schön. So, wo ist der andere? Zwei Kronen. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal eine Runde meditieren hier. Ah, jetzt bin ich ja wieder. So, Stünsche. Okay. Gut. Bevor wir dann aber zu dem Typen gehen, ja, werden wir mal zusehen, dass wir erst